Hey Leute, willkommen zurück zu Bioshock Infinite, Burial at Sea. Wir haben gerade mit Liz einen Plan entworfen, um die kleine Sally einzufangen. Dafür müssen wir aber erstmal diese Typen beseitigen. Das habe ich letztes Mal schon gemacht, aber ich mach's doch gerne nochmal. Weil es so schön ist. Ihr Penner, schießt euch mal gegenseitig tot. Das finde ich eigentlich das Beste an der Sache. So. Ach, er ist schon tot. Sehr schön. Das ging ja flott. So, diesen Luftschacht müssen wir schließen. Und mit ihm dann noch drei andere. Dann haben wir nämlich alle fünf. Ja, das ist die Frage, Liz. Genau hier haben wir letztes Mal aufgehört. Und ich sehe mich da erstmal um, ob es hier noch was Schönes gibt. Ja, alles minus Eve. Ich bräuchte eigentlich Eve und keine Gesundheit. Schließe den Luftschacht im Bistro. Sie sagte Bistro, Spielzeugladen und noch etwas. So, ich habe zwar nicht viel Geld. Warte mal. Was fehlt mir denn? Eigentlich gar nichts, deswegen muss ich mir auch nichts kaufen. Da oben war ja nochmal ein Automat. So, oder? Ja, okay, das wollen wir uns auch noch. Ach, guck mal. Wer ist das denn? 3958. Got hold of that damn radar range last night. Started trying it out on everything. Apples, marshmallows, spoons. Had himself a fine time until our Pekingese stepped in the way. And for some reason, I'm the one in touch with the wife. Well, I locked the damn thing up. Oh, so don't forget the code. It's 3958. Bert Unger. Hier waren wohl sehr viele Deutsche auch in Rapture. Sie ist ja Iren, Deutsche. Und was nicht sonst noch alles für Nationen. Okay, wo gehe ich zuerst hin? Bistro oder... Ich gehe erstmal ins Bistro. Ich finde diese Jingles so super. Oh, King Bronco. Leute, ich kriege hier noch Ohrwürmer. Ich finde das so super, ehrlich. Aber jetzt sollte ich mich wieder... Sie denkt wohl, sie arbeitet immer noch hier, oder wie? Ja, tut mir leid, gute Frau, aber... Ich musste leider den Hals ein bisschen durchschneiden. Okay. Aber sonst alles gut mit dir, ne? Alter Schwede, wie sie auch ausschaut hier. Oh, das halbe Gesicht ist ja schon weg. Oh. Ist das schlimm. Ja, tut mir leid, gute Frau. Ich muss dir das Gesicht neu tapezieren. Oh, oh. Oh, gut, Liz. Ich dachte, du wärst jemand anders. Sei froh, dass ich jetzt nicht geschossen habe. Da ist noch eins. Warum trifft das Ding nicht? Das trifft ihn nicht. Was beschwöre ich denn die Teile? Na gut, die werden nur zur Ablenkung dienen. Na, Kumpel. Da ist noch einer. Komm her, du. Hier. Und... Oi. Die sehen aber auch schlimm aus, oder? Immer noch? Nö. Das war's wohl. So, ich habe den Luftschacht schon gesehen. It's a radar range. Never could figure out if the thing's designed to cook a turkey or a splicer. Door's got a key code lock. No way to get in without knowing what it is. Na, ich glaube, ich weiß den Code schon. Ja, das war der vom Tonband. Wie gut. Mikrowelle. Ich will aber nichts eintauschen dagegen. Ich meine, die Waffen sind eigentlich schon ziemlich gut, die ich jetzt habe.
Alter. Ja! Die platzen einfach. Du wolltest mir doch gerade Eve geben, warum jetzt nicht mehr? Alter Schwede! Ich kann damit die Köpfe zu platzen bringen. Oder beziehungsweise die ganze Person zu platzen. Ja, Kinder, tut niemals euer Haustier in die Mikrowelle. Das kommt dabei raus, glaube ich. Ist das übel. Und ich dachte, sie hätten es ganz schön geschnitten, das Spiel. Atlas. Voice of the People. Ja, der gute Atlas. Aber ich möchte eigentlich versuchen, spoilerfrei zu bleiben, was zumindest die anderen Spiele angeht. Vielleicht seht ihr das hier ja als erstes und wollt die geniale Story noch kennenlernen. Ich konnte es euch nur empfehlen, die ist fantastisch. Hab schon lange keinen Shooter mit so gutem Story-Gerüst mehr gespielt. All I could think was, there are millions of bacteria in each drop of saliva. Did he brush his teeth? What if he touched a doorknob and then put his fingers to his lips? I waited weeks for that kiss. And ruined. Aha. Sie hat wahrscheinlich so eine Bakterienphobie, oder wie soll ich das verstehen? Hallo? Eine Germophobie, ja, das hört sich fies an, weil das... Na gut. Weil das Wort Germ drin vorkommt, so wie German. Aber es heißt wirklich so eine Germphobie. Mhm. Lecker, lecker Schinken. Can't blame me. What you doing? Das geht aber verdammt schnell leer, das Teil. Hier, Kumpel. Und? Oh. Ist es nicht herrlich? Gibt's hier noch was? Ich meine, noch Gegner? Das Teil macht mir irgendwie Angst. Das macht mir richtig Angst, das Mikrowellending. Die armen Schweine, beim Essen wurden sie umgebracht. Na gut. Die Munition geht aber auch verflixt schnell rum. Kommt ihr schon wieder her, ihr Penner? Und geplatzt. Kochen und servieren, ja, so sieht's aus, Freunde. Ja, hast du gut gemacht. Danke, Kuppel. Hast mir ein bisschen Arbeit genommen. Ah, jetzt würde ich es aber doch gerne wieder umtauschen. Das war nur für das Achievement, dass ich da diesen Erfolg bekomme eben. Och man. Ja, das hat der Burnout schon gesagt. Man kann die Waffen nicht mehr zurücktauschen. Finde ich ziemlich bescheiden, ehrlich gesagt. Ach, warte mal. Ich wollte ja noch ein bisschen Eve kaufen. Lecker, lecker Eve. Ich glaube, es ist günstiger, wenn ich mir hier 100% kaufe, oder? Da ich fast leer bin. So, Munition für die Mikrowelle. So. Ach ja, jetzt liegt da eins rum. Na schön. Leute, das Teil, das ist echt nicht koscher. Ich weiß ja auch nicht, warum die sowas hier einbauen. Auf jeden Fall finde ich es ganz schön krass. So, was ist auch krass? Leute, ich habe gerade ein bisschen Schiss. Was? Warum dampft das so? Oh. Einfach mal eine schwelende Puppe. Warum? Liz, wo kommt das her? Oh, diese Teddybären sehen auch ultra gruselig aus. Oh, meine Güte. Aber auf sowas habt ihr ja gehofft, nicht genauso, dass Raptor mal wieder ein bisschen gruselig wird. Ist nur die Frage, was für eine Reichweite hat das Ding? Oh, oh. Geht das auf die Entfernung? Das wäre ja super. Go ahead. Naja, kümmert euch mal um das Ding. Where is she? Hier.
Das ist aber ganz schön effizient, das Teil, muss man schon sagen. Oh, Bookstore. Da gibt's doch auch noch einen Vent. Einen Ventilationsschacht. Oh. Oh, drei Picks. Na gut. Can you open this? This won't take long at all. Ich find's. Ah, da ist auch noch einer. Ich find's super, wie schnell Liz immer bei der Sache ist. Okay, oh, da ist wieder ein Geschütz. Kann ich das auch rösten? Oh. What exactly were they trying to keep out? Something worse than them. And what could that be? You'll know it when you see it. Oh, liebe Liz, du weißt wohl nicht, was es alles auf der Welt für schreckliche Dinger gibt. Ja, Singer gibt's auch richtig schlimme. Lass nur mal gucken, was bei den Superstars immer so anschippert. Eieiei. Okay. Was haben wir denn hier? Bridal. Ach, ein Brautgeschäft. Brautmoden. Elizabeth, a little help. Ach so. Hat das jetzt Dietrich gekostet? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Oh, ein Dietrich. Na gut. Really? You mean it? I tried so hard to reduce to fit into this gown. I just wanted to look beautiful for you. I knew right away, silly. Right there at the cashmere. You were sitting with that horrible girl. What was her name? And I said to myself, soon he'll be sitting with me. Du gestörtes Stück. Ah, wie sie halt auch wieder ausschaut. Oh. Die sind doch schon total verskleist. Oh nein. Oh nein. I'll be sure to ask. Hey, jetzt geht's aber los hier. Na? Kommt keiner rein? Diese unheimlichen Schabracken hier überall. Go ahead. God knows how I tried with you. Da ist schon eine von denen. So, du Schwein. Das war so ein Eismann, oder? Komm her. Oh. Du, Kuh. Au. Sie zieht mir mal die halbe Lebensenergie ab, aber die sind auch nicht gerade zimperlich, oder? Du, Ziege. Ja, ja, ja. Kein Problem. Erstmal will ich doch hier noch das Brautmodengeschäft weiter untersuchen. Ich habe die Theke noch nicht abgesucht. Gesiest. So. Aha, da ist schon mal Eve. Noch ein bisschen Geld. Und ein Audiotagebuch. Oh, sie kenne ich noch nicht. Why can't Franklin read quietly in a corner like I did as a child? Careless. Not a single thought to where an accident might leave us. Well, Dr. Wortham prescribed a plasmid. A mother's little helper to keep me sharp. I've had my misgivings, but I let my guard down for a second. That boy may get himself killed. Also wenn es schon so weit kommt, dass Ärzte Plasmide verschreiben. Oh Mann. Das wäre so, als würden sie Schönheitsoperationen empfehlen. Und ich meine wirklich nur kosmetische, also nicht wirklich lebensnotwendige. Gut, Überraschungsmoment. Kugeln verursachen mit 50%iger Wahrscheinlichkeit Feuer, Elektro- oder Eisschaden. Was habe ich denn aktuell? Ach genau, dieser Schadensmultiplikator. Ja, der greift eh nicht so oft, von daher werde ich die mal anziehen. So, wunderbar. Dann hätten wir hier alles, oder? Nicht, dass ich noch irgendwo was Wichtiges vergessen habe. So ein Upgrade zum Beispiel. Oh Mann, diese Puppen. Ich finde das so unheimlich und gruselig. Wie doof, dass ich das jetzt am frühen Nachmittag spiele und nicht am Abend, denn... Ah, sehr gut. Diese Frostmänner, die haben immer mal einen Dietrich dabei. Also, hier nachts würde ich, glaube ich, mehr als einmal schreien. Oh, was ist das? Candy! Free! Ja, super. Free Candy. Oh. Ich sehe schon, Audiotagebuch. Su Chong mal wieder.
Observation number 17, regarding unknown phenomena. Phenomena presents is odd shimmer, through which is observed... What? Men in strange hats. Women in large dresses. Buildings that float. Is phenomena window to other space? Other time? What was it Einstein said? The only reason for time is so not everything happen at once. Okay. Ich glaube, Su Chong ist der Sache mit den Rissen schon ein bisschen auf die Spur gekommen, oder? Wenn man das so hört. Und noch einer. Okay, next one. Viele sind's ja nicht mehr. So, der Bookstore. Hä? Ach, ein Frachthaken. Na gut, was soll ich damit? Was? Was ist mit der Unterwäsche und was geht nachts in diesem Zimmer vor? Why are you wearing? Stop acting up! I forbid it! Du verbietest es? Na, dann mach mal. Ich kümmere mich mal in der Zeit um deine kranken Freunde hier. Ach, sie schießt schon. Don't let the bastard see you sweat. Okay. Doch, bist du. Du bist ein Riesenschwachkopf. Oh, oh. Alter Schweden, die Typen, die sind mal ganz schön hartnäckig. Ist schon okay, Liz. Ich glaube, wir haben es soweit. War es das schon? Ich habe schon alle erledigt. Was ist denn hier? Ah, Dietrich. Was haben wir da noch? Was sind denn da? Achso, das sind die... Don't let them see you sweat. Ist das so eine Anweisung zum Pokerspielen? Oder generell, wenn man uns auf Intrigen abgesehen hat und... Ja. Fontaine Pressbook. Wahrscheinlich. Ein Tatsachenroman. Ah, schon wieder Dietrich. Also ich frage mich, ob ich die überhaupt noch alle brauchen werde. Aber hier ist es sehr... Oh, oh. Was? Was war das für ein Geräusch? War das hiervon? Von der Mikrowelle? Samurai. Sehr gut. Oh, ja, Kumpel, da vorne ist ein Geschütz, ne? Kennst du das? Ja. Damit rösten? Ich meine nicht, dass es viel bringen würde, oder? Komm, greif das Ding an! Dankeschön! Oh, erklärter Maschinenfeind. 8 von 10 oder 9? 9! Sehr gut. Dann haben wir es ja fast. Habe ich schon so viel kaputt gemacht? Es kann sein beim Nachspielen, aber... Komm, du bist mir unheimlich. Verliert er viel? Ne, der verliert gar nichts, wenn ich drauf haue. Mann. Was ist das denn? Ach, da stand der Samurai. Ich dachte mir schon, hä? Es ist alles so grotesk hier manchmal, dass ich schon ein bisschen Angst bekomme, auch wenn es nicht wirklich gruselig ist. Was stehen da noch für Bücher? Ich finde das so super, dass man teilweise wirklich die Sachen auch lesen kann. Ihr habt es ja eben gesehen bei den Süßigkeiten. Da wär, also im Prinzip wäre alles lesbar gewesen. Teilweise konnte man es ja auch wirklich lesen, wie Toffee oder... Ja. Oh, der Frachthaken. Na gut. Ah, da ist noch eine Tasche. Ein Apfel. Lecker, lecker. So, jetzt würde mich mal interessieren, wo ist der Luftschacht? Habe ich den schon verpasst? Ich denke ja. Non-Fiction, Floor 2. Ich mag aber lieber Fiktion als Tatsachenromane. Die sind immer so... Wo ist jetzt der Luftschacht? Habe ich den wirklich übersehen? Wo musste... Dass du mir die ganze Zeit hinterher rennst, Kerl. Das macht mich total wahnsinnig. Ach, hier geht's weiter. Showroom. Sally? Sally, it's me, Booker. Now, you come out now. Sally? Dear, do you hear me? It's me, Booker. Now listen, dear. You come out right now. Mr. DeWitt, she's not coming. Now let's get the rest of these vents sealed. It's the only way. Da hast du wohl leider recht. Aber Leute, dieses Mal nicht mehr. Ich würde nämlich sagen, ich beende den Part.
Ich würde mich mal wieder sehr auf eure Unterstützung freuen in Form von Kommentaren und Bewertungen auf das Video. Ihr wisst, das unterstützt mich und hilft mir wirklich weiter. Liebe Leute, ich würde mich freuen, ihr schaltet auch später wieder ein, wenn es wieder heißt BioShock Infinite's Burial at Sea.